Da sind wir wieder bei Die Simpsons Hit & Run und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind, haben hier geparkt, haben ein paar Missionen gemacht, die wir auch weiterführen werden in diesem Part. Zumindest eine Mission oder so. Auf jeden Fall möchte ich hier mal auf den Spiel... Oh. War ich nicht. Auf den Spielplatz und hier ein bisschen rumfahren. Um zu wissen, ob hier irgendetwas war. Da oben möchte ich auf jeden Fall rauf. Und das ist auch interessant. Okay. Und sammeln hier, wir hier mal die ganzen Sachen. 888 Münzen. Ich flieg wie ein Bonbon. Und hier ist noch eine Wespe. Wir haben schon ein paar. Ich würde gern wissen, wie viele wir schon haben. Wie viele wir noch finden müssen. Bestimmt haben wir schon die Hälfte. Aber ich wüsste auch gerade nicht, wo die nächsten sein können. Schließlich sind wir schon einmal im Kreis gefahren. Oh oh, wenn ich es nicht schaffen werde, irgendwelche Sachen zu vollenden, wie Gags oder Wespenkameras, denn das werden die schwierigsten Sachen sein, werde ich sie einfach in Zeitraffer einpacken, wie ich sie hier suche. So, jetzt haben wir schon die 1000 Münzenmarke geknackt. Yeah! So. Das war's hier. Da oben kann man mit einem bestimmten Cheat oder mit einem Trick irgendwie hinauf. Irgendwie war das so. Ich hab's irgendwie hingekriegt mal. Schau schon zu lange her, ich weiß es nicht. So, ich guck mal in den Levelfortschritt. 4 von 7 Missionen, eine Bonusmission. Ja, ja, Sammelkarten haben wir schon. Kleidung werde ich gleich kaufen. Uns fehlt noch eine Wespenkamera. Okay, nice, das sieht gut aus. Gags, 13 von 15. Könnte sein, dass ich irgendwo einen Gag vergessen habe. Da oben gucke ich nochmal kurz. Ja, das ist die letzte Wespenkamera. Nice, dann haben wir alle. Alle dieses Levels. Obwohl mir das gar nicht so viele waren, fand ich. Level-Wespen vollständig. So. Fehlen nur noch die Gags. Also das sind die schlimmsten, die uns noch fehlen. Weil den Rest, den kriegt man einfach so. Also das kann man nicht verfehlen so richtig. Da können wir Geld gewinnen bei dem hier. Werde ich aber nicht machen. Vielleicht werde ich es irgendwann zeigen. Ja, in der Schule haben wir glaube ich alle Gags gemacht. Ich will aber da trotzdem rein wegen, ja. Willi? Was machst du mit dem Schweinchen? So, das möchte ich auch nochmal aktivieren. Bitte? So, und dann kaufen wir die ganzen Kleidung. Homer Legger, ich sehe da jetzt keine Verbindung zu einer Episode, außer dass er fast jede Episode irgendwo mal auf der faulen Haut rumliegt und nackt ist. Homer Mumu ist da, wo er fett werden will, damit er zu Hause arbeiten kann und nicht zur Arbeit muss. Und der Erwählte ist aus der Folge, wo wir schon diese Sammelkarte bekommen haben. Allerdings weiß ich nicht mehr, worum es da ging. Die ist auch recht lustig, aber ich bleibe einfach mal bei der Standardkleidung. Weil der Rest geht. So, ein Straßenrennen fehlt uns noch. Ja, dann können wir auch fast nur mit den Missionen weitermachen. Das ist richtig gut gelungen. Ein Gag wüsste ich vielleicht noch, der hat in der ersten Episode gar nicht funktioniert bei mir. Wenn er dann da ist, dann fehlt uns noch einer. Hier ist noch ein bisschen Geld, das ist nett. So viel Geld mitnehmen wie möglich, weil umso... Es gibt ja mehrere Level und es wird immer schwieriger, könnte ich sagen. Ja, es wird immer schwieriger und es kostet auch immer mehr, die ganzen Sachen. So, hier ist auf jeden Fall das letzte Rennen, da bekommen wir dann auch ein Auto geschenkt. Hallo, Ralph. Hallo, kleiner Sohn des Polizeichefs, du kleiner Engel. Die netten Mannfrauen haben mich zum Rennrichter erkoren. Rennrichter? Kontrollpunkt rennen. Passiere alle Kontrollpunkte und komme als erster ins Ziel.
los! Es sind immer Ralph, Nelson und Milhouse, die die Rennen machen. Ja. Es sind immer dieselben. 3, 4, du bist ein Trottel, die Strecke gehört mir. Du kannst dich verpissen, darauf trinke ich ein Bier. Ich liebe diesen Spruch. Irgendwas wollte ich dazu sagen? Shit. Ich hoffe, ich brauche den Kontrollpunkt nicht. Nö. Konzentrier dich. Äußerste Konzentration. Gestern hat Bart einen Fehler gebaut. Und Ralph hat immer diese Kontrollpunkte mit diesen Langstrecken. Nelson hat die Runden. Und Milhouse. Ne, Milhouse hat die Runden. Und Nelson hat halt Rennen, ganz normale Rennen, wie man sie kennt. Mit Runden und Gegner. Genau. Milhouse hat auf Zeit. So, jetzt habe ich's. Ich hätte die Abkürzung nehmen sollen. Jetzt sind Bart sie. Ich habe nicht dran gedacht. Aber Bart scheint Probleme zu haben. Das ist gut. Ach so, das sind immer die Rennen mit, wo man durch die ganze Welt nochmal fahren muss. Okay. Ich muss auch wieder reinkommen, oder auch nicht. Das ist ja schlimmer als damals, als Jup Jup meine Katzen gefressen hat. Alle sind los. Alle Rennen abgeschlossen. Ich suche einen Tipp, um das Elektaros-Auto zu bekommen. Yay! So. Ich, im Atomkraftwerk fällt mir nichts ein, was uns als Gag fehlt. Wie gesagt, ich weiß eine Sache. Fans haben wir auch. So, eine einzige Sache können wir noch finden. Der Kleinlaster. Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Habe ich ja schon erzählt, wie wir den bekommen, oder? Habe ich doch gesagt. Das Elektaros-Auto kommt aus der Episode mit dem Elektroauto. Ja. Ist ganz nett. Aber nicht mein Auto, würde ich sagen. Ich werde damit jetzt ein bisschen rumfahren. Schaff. Nee, den Spruch schaffe ich nicht. Doch, den Spruch schaffe ich. Das ist eine richtig gute Abkürzung. Dann würde ich sagen, oh, ach, wir haben die Polizei in diesem Spiel noch gar nicht gesehen, aber ich mache das nicht mit Absicht. Hier gab es kein Gag, hier gab es nochmal Geld. Okay. Dann machen wir die Bonusmission und schalten das letzte Fahrzeug frei. Hey, dich kenne ich doch. Du bist in meiner Dummkopf-Selbsthilfegruppe. Darf ich mir deinen Truck mal kurz ausleihen? Unmöglich, ausgeflippte Blauhose. Erst muss ich meine täglichen Hausarbeiten erledigen, sonst macht mir Blendin heute Abend nicht ihren Bisonrattenauflauf. Na gut, ich helfe dir bei deinem Hillbilly-Kram. Hilf mir, die Ernte einzubringen, dann fahre ich dich, wohin du willst. Juhu! Zunächst mal solltest du zur Tankstelle fahren und mir ein paar von diesen Pappröhren holen. Ich brauche Abwasserrohre für mein Haus. Wenn du damit fertig bist, reiß alle Tomakopflanzen raus, damit die Kleinen sie für den Verkauf waschen können. Die alte Hütte sucht nach Pappröhren und ernte die Tomakos für Cletus in weniger als 2 Minuten und 30 Sekunden. Versuchen wir es mal. Ich würde sogar sagen, das ist die schwierigste Mission dieser. Ich bin ein super durchtrainierter Tempolevel. Dieser. Des Levels. Ich darf nicht durcheinander kommen mit Level und Mission, weil Missionen sind die Mission hier und das Level sind die Kapitel sozusagen. Und das ist Kapitel 1, also Level 1. Darf damit nicht durcheinander kommen. Ah ja. Ich fand es zumindest diese Mission schwer. Ich werde sie wahrscheinlich auch jetzt in First Try schaffen. Aber egal. Oh, fahr zum Tomakofeld. Mit unserem Elektroauto schaffen wir das. Moment, das war schon vorher so. Ich liebe übrigens die Musik. Ich liebe irgendwie fast in jedem Spiel die Musik. So, wir müssen bald mal was zur Reparatur finden. Beziehungsweise finden ist nicht schwer, aber es mitzunehmen. Deswegen fahre ich jetzt nicht dadurch, sondern. Oh, hoppla. Sondern hol mir das hier. So. Wo soll ich denn die alle hinpacken? So. Meine Stimme kackt ab, yay. Aus der Bahn! Das liegt auch daran, dass ich schon der. Nimm das! Nee, es ist der dritte Part, den ich jetzt aufnehme.
Egal, vergiss das. Ich darf hier nicht so verdammt rumfahren, weil Polizei und so. Ich hab die Kontrolle verloren. Das sieht nicht gut aus mit uns. Oh shit. Friss meinen Staub. Ich habe jetzt keine Lust auf die Polizei. Ich hab die Kontrolle verloren. Aber ich glaube, es ist schon fast unhindbar. Unvermeidbar, meine ich. Oh shit. Ich bin Exzellente. Es sieht schwierig aus, als es ist. Und letzter. Oh oh, wir haben nur 23 Sekunden. Genau, deshalb war die Mission so schwer, wegen dem Tomako-Feld, ohne dass die Polizei kommt. Wir werden sie noch früh genug sehen und 15 Sekunden, das ist verdammt wenig. Jeder macht mal einen Fehler. Das ist verdammt wenig. Aber das schaffen wir. Ja. Ich will das nicht die erste Mission sein, die wir verkacken. Okay, Stadtjunge, ich helfe dir. Du musst nur in eine dieser magischen Zauberkästen reinbrüllen, schon bin ich da. Du kannst. Bonusmission erfüllt, nice. Gut, haben wir das erledigt. Glückwunsch, das klingt das kleine Last auf euch. So eine Telefonzelle, wenn du ihn benutzen willst. So. Dann holen wir ihn auch mal direkt. Er ist zwar nicht so toll, aber egal. Kleinlaster. Mein Auto schläft. Okay, meine Mutterschwester hat gesagt, ich soll heute ein gutes Werk vollbringen. Das Schöne ist halt, dass er... Ja, bei den Bundesmissionen bekommt man halt immer das Auto von diesem Charakter. Und ihn als uns als Beifahrer. Was das eigentlich noch ein bisschen cooler macht, weil wir dann halt... Ja, noch so einen Sprecher haben. So, wir müssen zwar hier nach Hause, aber ich werde nochmal zum Quickie Mark fahren. Wegen dem Gag. Damit hätte ich ein schönes Kloakenablaufsystem bauen können. Ja, hätte ich auch gemacht. So. Oh shit. So, jetzt. Beweg dich besser. Endlich beim Quickie Mark. Eine ordentliche Prügelei. Ja, ja, ja. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ja, jetzt geht's. Oh nein, Game Over. Wir haben schon wieder verkackt. So, den Gag haben wir. Fehlt es noch einer, oder? Warte, Levelfortschrift. Ja, ein Gag. Schon 93% haben wir dieses Level verwendet, nur durch diese ganzen Bonus-Sachen. Wo ist denn der letzte Gag? Haben wir... Oh, ich habe ihn gefunden. Den habe ich vergessen. Gott sei Dank habe ich ihn gefunden. Gott sei Dank konnte ich das alles live machen. Jetzt fehlen uns nur die Missionen. Dann kann ich beruhigt alles fertig hier machen. Also haben wir schon fertig in dem Fall. Oh, Seitenstechen, das tut weh. Wir können halt nur noch vielleicht ein bisschen Geld finden, aber sonst haben wir ja alles gefunden. Ich kaul dir auch den Rücken. So. Ich wollte nur mal kurz das Geld hier holen. Und jetzt fahren wir mal nach Hause und machen noch die eine Mission. Das ist ein richtig mieser Tag. Findest du? Ich finde, das ist ein wundervoller Tag heute. Nicht wundern, ich muss jetzt ein bisschen mehr am Stück aufnehmen. Deswegen wundert euch nicht, wenn mein Kommentar nach ein, zwei Parts immer schlechter wird. Oh, ich habe meinen Auftrag vergessen. Naja, dein Auftrag ist hier schlimm. So, wir setzen uns dann mal hier hin. Oder wir machen das im nächsten Part, weil ich weiß, was jetzt kommt. Egal. Zeichentrickschöpfer in einem peruanischen Gefängnis eingekerkert bleibt. Zu weiteren Nachrichten.
Unsere Bürger sind außer sich wegen der Entdeckung von Überwachungskameras überall in der Stadt. Wir schalten nun ins Rathaus, wo Bürgermeister Quimby Fragen einer wütenden Menge beantwortet. Diese Minikameras sind eine Unverschämtheit. In den Ankleidezimmern unserer Frauen spionieren, in den Badezimmern und Kleiderschränken. Es ist unverzeihlich. Ich glaube, ich spreche für alle Bewohner von Springfield, wenn ich sage, wo bleiben diese sexy Aufnahmen? Zu anderen unerklärlichen Nachrichten. Merkwürdige schwarze Vans sind überall in der Stadt aufgetaucht. Matsch, der schwarze Van spioniert uns nach. Oh, Homie, du bist so sexy, wenn du paranoid bist. Blumen von Irene. Untersuch den schwarzen Van und folg ihm. Lass ihn nicht entkommen. Leicht, wie Sahne. Sahne. So, die Überwachungskameras sind also aufgefallen und wir verfolgen jetzt mal dem Van unauffällig. Ich weiß nicht. Das war Bart. Sorry, dass ich gerade so leise war. Ich war gerade von der Musik so ein bisschen selbst in so einem Spion-Denken. Wenn die Leiste oben jetzt abläuft, dann haben wir verloren. Aber die Verfolgung ist ja noch recht einfach. Er fährt sogar mit unserer Abkürzung. Aber wir bekommen das Geld leider nicht. Aber wohin fährt er? Merkwürdig. Ich möchte nur zur Arbeit. Hust. Der macht immer diesen Fehler. Jedes Mal. Ich lasse ihn jetzt mal da durchfahren, damit ich diese Abkürzung hier nochmal euch zeigen kann. Er fährt auch einfach so Menschen um. Und das ohne aufzufallen, wie sagt man das? Wie auch immer. Das dürfen nur wir. Oh, Mr. Burns steckt dahinter. Bösartig nachspionieren passt zu ihm. Dieses verknitterte alte Affenskelett. Ich bin sowas von raffiniert. R-A-F-N-I-R-T. Raffiniert. Ja, raffiniert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Und werden wohl gucken, ob Mr. Burns da wirklich hintersteckt. Bis dann. Tschüss.